Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News. Und zwar gibt es hier ein neues Mermail-Monster. Nur was mir gerade auffällt, dieses Mermail-Monster hat Beine. Warum? Warum hat das Beine? Abyssalatia. Ich glaube, es gibt so eine Mermail-Monster, ups, das eine Flosse hat und die hier hat aber Beine. Also ist so eine Art Ariel, die gerade aus dem Wasser kommt und jetzt auf einmal Beine hat. Ja, auf jeden Fall links unten, rechts unten, typisch. So, ich glaube, jetzt bekommt jedes ein Link-Monster, jeder Archetyp. Okay, auf jeden Fall, es ist ein Link 2 Wassermonster. Sea Serpent, ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist auf Deutsch, egal. Wahrscheinlich Seeschlange oder irgend sowas. Oder Fisch. Okay, mit 1600 Angriff, ja, geht. Ja, links habe ich hier schon gesagt, links unten, rechts unten. Und braucht zwei Fischmonster als Material. Oh, oder ich glaube, das ist Seeschlange oder Aquamonster. Und, oder. Also, ja, ziemlich für jedes Wassermonster, würde ich mal sagen. Und okay, auf jeden Fall mal der erste Effekt. Monster, die diese Karte hinzeigt, bekommen 500 Angriff und Verteidigung. Ja, mehr Mails wollen dich eh überrennen, also das ist mal nicht so schlecht. Dann während der gegnerischen Zuges, Quick-Effekt. Man kann eine Karte von der Hand in den Friedhof schicken und dann ein Mermelmonster vom Deck in die Hand holen. Diesen Effekt kann man nur einmal pro Spielzug aktivieren, sowie den dritten Effekt. Wenn diese Karte in der eigenen des Besitzers, keine Ahnung, Possession fällt, also im Besitz von Besitzer dieser Karte ist, ja, zerstört wird bei einem Angriff, also gegnerischen Angriff oder Karteneffekt, dann kann ein Wassermonster vom Deck oder, also nein, ein Wassermonster vom Deck in den Friedhof schicken und dann ein Wassermonster im Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition beschwören. Warum nicht gleich, man kann ein Wassermonster vom Deck als Spezialbeschwörung beschwören? Ja. Irgendwie ist das natürlich dann schon besser, weil ich schicke ein Monster hin, will vielleicht ein anderes haben, so habe ich mein Deck ausgedünst, habe vielleicht ein Monster auch reingeschickt, was im Friedhof mehr nützt. Ja, okay, aber nicht so schlecht auch für Wassermonster. Das könnte man eigentlich auch in Paleo spielen, Paleo Frosch. Nur den zweiten Effekt kann man halt nicht aktivieren. Sonst ist aber auch wieder ein Booster von 500 Angriff und Verteidigung, sowie Mr. Irgendwas, Aqua, dieser Seestern halt, das Linkmonster, ich weiß gar nicht, ja. Mr. Boy, jetzt habe ich's. Und ja, aber das verstärkt nur Monster, die es halt drauf zeigt, das ist auch nicht so gut. Da ist Mr. Boy eigentlich besser, das ist nur für Mermail eine Zusatzeffekt sozusagen und mit ein bisschen Spezialbeschwörung, weil Mr. Boy kann ja dann, wenn der das Feld verlässt, ein Monster vom Friedhof in die Hand zurückschicken, das Spezialbeschwört halt, wenn es auch nicht so schlecht, aber für ihr Paleo Frosch dann eigentlich doch nicht so gut, weil man nicht so starke Wassermonster hat, um es zu beschwören oder so. Ja, das war's auch wieder mit den Yu-Gi-Oh! News und dann bis zum nächsten Mal.